So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Vettel und ich gehen wieder an den Start. Und schauen mal, was das bringt. Head and Shoulders! Nein, Vettel, niemand will deine scheiß Head and Shoulders Werbung sehen, geschweige dieses Produkt kaufen. Und Formel 1 auch nicht. Oh. Nein, wie dem auch sei. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir haben ja jetzt unser Lichtschwert, worauf ich sehr stolz bin, denn wir haben wirklich lange dafür gearbeitet. Und jetzt, glaube ich, dürfen wir endlich diesen... Nein! Nein! Jetzt dürfen wir endlich den Planeten verlassen, sobald wir hier durch sind. Und ich werde, glaube ich, auch bald geringen Erfahrungsschub aktivieren. Das heißt, wir kriegen 25% mehr Dings. Ist nicht schlecht. Oder ich spaß mir. Ich glaube, ich spaß mir lieber. Später wird es viel schwieriger sein, Level-Ups zu bekommen als jetzt. So, Vettel, wie war dein Tag? Alter, wie steht sie so komisch? Tut das nicht irgendwie ein bisschen weh? Ich hätte voll die Gelenkschmerzen und so. Ich dachte schon, sie ist stecken geblieben oder so. Naja, da müssen wir lang. Oder ist es eine Quest? Nein, nein, nein. Hier. Naman, Fall. Naman, du Fall. Ihr gehört nicht hierher. Ihr steht vor der Kammer des Rates der Sith. Nur Sith-Lords haben Zutritt zu dieser Ebene. Siehst du nicht mein verficktes Lichtschwert? Wenn ihr keine offiziellen Gründe habt, hier zu sein, werdet ihr sofort gehen. Ich muss euch etwas sagen. Ihr habt es nett hier, oder was? Hier lässt es sich sicher gut aushalten. Wie bekommt man diesen Posten? Ihr tötet mehr Leute, als ihr jemals lebend gekannt habt. Und wenn ihr fertig seid, ich spüre, ihr tragt die Überreste meines Sohnes bei euch? Yeah. Er war ein schwacher Junge. Er beschämt mich im Tod, wie er mich im Leben beschämt hat. Als ich von seinem Tod hörte, konnte ich meinen Posten nicht verlassen. Die Ehre verbat es. Doch ich wüsste gerne, was da drin passiert ist. Ja, Sir, erst ihr, dann ich. Was ist euch das wert? Nein, wir erzählen erstmal. Natürlich. Fragt nur, mein Lord. Euer Respekt spricht für euch. Und jetzt sagt mir, wo habt ihr diese Überreste gefunden? Hat mein erbärmlicher Sohn es weiter als bis zur ersten Stufe geschafft? Starb er als Sith? Lügen. Er hätte es beinahe geschafft. Nein, er hat versagt. Natürlich, wir sind böse, Leute. Ich hab's gesagt. Wir werden die dunkle Seite ausnutzen. Wir sind böse. Er starb direkt am Eingang des Grabs. Wirklich erbärmlich. Natürlich tat er das. Jeder Moment seines Lebens hat mich verspottet. Ich werde seine Knochen behalten, um mich an die Schande zu erinnern und meinen Zorn zu konzentrieren. Doch ihr habt mir einen Dienst erwiesen und solltet dafür bezahlt werden. Ihr habt mir Schmerz und Kummer gebracht. Und ich werde diesen Gefallen erwidern. Was? Mein Sohn strebte nach einem Relikt, das im Sockel einer Statue tief im Innern des Grabs platziert ist. Dieser Kristall setzt es frei. Und jetzt geht. Oh, schon wieder? Ich will nicht nochmal. Oh. Wir sollen schon wieder in diese Kackruine gehen. Kann ich da runterjumpen? Oh, nee. Ich trau mich. Ich tue es. Vettel, ich werde es tun. Halt mich nicht auf. Ich werde es tun. Ich tue es, Vettel. Aha, Vettel, ich lebe noch. Und du, dumme Pussy, wartest, bis ich da fertig bin, ne? Bis der Aufzug mal oben ist. Erbärmlich. Nur ein geiler Sith macht sowas, yo. Du bist nicht geil. Lass uns gehen. Ach, Vettel. Wenn Sebastian Vettel eine Schwester gehabt hätte, hätte sie bestimmt Fette, würde sie Fette heißen, ja. Also, Sebastian, wenn du das siehst, das ist ein perfekter Name. So, aber auf jeden Fall letzte Prüfung. Nee. Also wenn es jetzt schon noch eine, wenn es da was zu holen gibt, dann holen wir uns das jetzt noch. Ich dachte, es ist jetzt vorbei, aber scheinbar nicht. Vor allen Dingen, es gibt gerade so ein Event. Ich glaube von 22. März bis zum 25. März kriegen wir doppelte Erfahrungspunkte. Und heute ist der 25. März, oder? Oder steht das da überhaupt? Nee, aber egal. Wir gehen jetzt rein. Ich habe ein Lichtschwert, ich kann mich das jetzt trauen. Und Vettel hat Pistolen.
Ich glaube, Vettel wird sich durchsetzen. Tut mir leid, Vettel, aber Vettel ist einfach viel cooler. So. Oh ja, da müssen wir aber tief rein. Nein. Das ist ja geht so. Es ist in der Mitte. Das sollten wir schaffen. Vor allen Dingen, weil hier schon... Absolut unheimlich. Schön, Vettel. Konzentriere dich auf Formel 1 und lass mich kämpfen. Und weh, du ziehst aggro, ich bring dich um. Kannst du wieder zurück zur Formel 1 gehen, du. Wenn ich sterbe, kehre ich als Geist zurück. Ja, ist gut. Gut gemacht, Vettel. Ich verzeih dir, weil du sie alle umgebracht hast. Oh. Was für harte Arbeit, Mann. Ich battle mich... Oh, da kommt mir jemand zu Hilfe. Nein. Er will mir nur zugucken, wie ich mein Lichtschwert schwinge. Ja, genau. Nimm dir ein Vorbild, du Spacko. Hey, 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 hey. Das ist meiner. Warum machst du das? Ich hab dich nicht darum gebeten. Trotzdem danke. So, das muss es jetzt sein. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, da. Oh, mein Gott. Ich hasse Druiden noch mehr. Das war's für dich. Das war's für dich. Kann ich jetzt endlich das auspacken? Ja, ja, battelt euch. Ich will jetzt gucken, was hier ist. Ein Sockel, meint er. Eine Kuriban-Auszeichnung brauche ich eigentlich nicht mehr, aber... Die Handschuhe... Ah, mehr Ausdauer als Schaden. Und da wir kein Tank sind oder uns auch... Ich glaube, wenn wir die nächsten, also wenn wir jetzt diesen Planeten verlassen, dürfen wir uns eine zweite Spezialisierung aussuchen, ob wir jetzt auf Tank gehen oder auf Schaden. Und ich habe schon gesagt, ich werde auf Schaden gehen. Das heißt, wir werden ein paar Doppelschwerter anziehen. Ja, das ist der Plan und ich werde ihn auch so durchsetzen. Tank sein, ich weiß nicht. Ist so kacke. Im WoW musste ich immer Tank sein, jetzt will ich einmal mal Schaden machen. So, wir sind draußen. Hallo, Süße. Was habt ihr für Probleme? Ach so, ja, das war doch das mit dieser Identität. Ja, viel Spaß. Da habe ich lange dran gesessen und unglaubliche Sachen herausgefunden. Hui! Nein! Sag mir, oh, wie kannst du nicht da drüber kommen, ey? Du hast mich enttäuscht. So. Jedenfalls muss ich jetzt nochmal... Das Grab habe ich jetzt geplündert. Da muss ich ja nicht mehr nochmal irgendwie mit den Macker reden. Aber... Fähigkeiten. Habe ich Fähigkeiten gelernt? Ich weiß es nicht. Was habe ich überhaupt in der letzten Folge gemacht? Ah ja, ja, ja. Ja, genau. Genau, genau. Da haben wir diesen Pisser da versorgt. Moment. Klassenausbilder. Wo ist unser Ausbilder? Ausbilder. Da. Ah ja, super. Ich guck mal, ob der was hat. Ich weiß nicht, ob ich da mich ausgebildet habe oder nicht. Ah, scheinbar nicht. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Halt die Fresse. Ich kann sie selber führen, du Homo. So. Böser, was habe ich gelernt? Böser, bösartiger Hieb. Ja, ist gut. Bisschen mehr Schaden, schadet nicht. So. Ah ja. Zwischen Sequenz oder Gespräch. Hier, Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Es kotzt mich die ganze Zeit an. Hier findet immer was statt. Ich will da rein. Und dann steht so eine scheiß Türstirn und sagt so, du kommst hier nicht rein. Kommst du nicht rein? Ja, da komme ich aber gleich rein. Was genau meint ihr? Das war mir egal. Glaubt ihr Gerüchten, Escala? Die Konsequenzen interessieren mich nicht. Dann gebt ihr es also zu. Ihr habt ihn getötet. Ich gebe alles zu. Baras hat seinen Tod befohlen. Ja, Tremes Ring zeigen. Woher sollte ich sonst seinen Ring haben? Seht ihr? Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen.
Ich glaube nicht, ihr könnt den Ring haben. Ihr werdet genauso sterben. Tut mir leid, Leute. Sie sagt, du kommst nicht rein und ich komm gleich rein. Warte mal, ich fick dich. Ich fick dich auseinander. Euer Ring kommt zur Sammlung. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahm. Ja. Lichtschwert gegen Pussys. Bam, bam, baggedy bang. Ich sag nur bang, bang, baggedy bang und tot. Ach, Fette, stell dich nicht so an, du Memme. In Formel 1 Rennen geht es auch bestimmt so hakelig zu, also. Ey, Baras, warum machst du nichts? Du guckst zu, wie ich hier alles umbringe, aber selber machst du nichts. Immer diese Meckes-Manager, ey. Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt. Und das alte Lichtschwert gefunden. Nein. Emrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. Natürlich wollte er das. Ich wollte ihn verschonen. Dieser Narr ist Wurmfutter. So ist es. Sollen die Bestien im Grab seine Leiche fressen? Oh, da habe ich mich bei Vettel unbeliebt gemacht. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Zu Diensten, mein Lord. Ich erwarte eure Befehle. Es wurde auch langsam Zeit. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen, Meister. Gut. Denn es wird Zeit, dass ich dich entfessle. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem Fährenticket kommst du nach Drom und Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Ja, Meister, ich bin froh, Korriban zu verlassen. Meine Empfehlung an den dunklen Lord. So viel ich auch von diesem unerbittlichen Planeten halte, es wird mir eine Freude sein, aufzubrechen. Drom und Kaas wird auf jeden Fall andere Reize bieten. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du, was du willst? Da fällt mir einige Sachen ein.